Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Killer neues Weekend League Belohnungsrühmchen. Herzlich willkommen in einer weiteren wöchentlichen Ausgabe Zieh Scheiße Ole. Denn heute heißt es wieder Player Picks abholen. Letzte Woche war absoluter Durchfall, davor war cool. Davor die Male war auch Durchfall. Einmal cool, der Rest Durchfall. Schwierige Tendenz. Würde mich hier wieder sehr oder positive Werte freuen. Ballert die Kommentare voll, was eure Player Picks waren, in welchem Rang und was habt ihr bekommen. Haben die Packs vielleicht hinten raus geknallt? Letztes Video waren sehr, sehr viele Kommentare. Da war auch eher belastend, ne? Also rein was sind zwei, drei hatten einen Messi. Der Rest war so Anlass gar nichts. Dieses Team of the Week sieht eigentlich ganz nice aus. Ja, muss ich einfach mal so sagen. Wir haben die ersten zwei Rivals Mopeds hier. Da gehen wir auch ganz entspannt mit rein. Team of the Week, finde ich, sieht okay aus, weil du mehr Mitkader einfach drin hast. Da ist nicht nur ein Banger drin und der Rest ist Müll. Ist ausbalanciert. Kanté, Mané. Ne? Ja. De La Cruz ist auch... Hä? Premium-Goldspieler-Pack. Komm, ich brauche hier ein Feeling her. Ja? Einen guten Flow. Guten Flow! Komm, Brasilien. Ach. Guten Flow! Wenn nicht mal mit gerechnet ein Walkout rauskommt. Ne, Navas, Komet, gut für Icon-SBCs, die am Freitag kommen werden. Keine Ahnung, ob die kommen werden. Ich persönlich sage immer, man weiß ja nie... Wir Spekulatius mal drauf. Letztes Jahr kam, meine ich, auch eine Woche vor dem Black Friday, der übernächste Woche ist, meine ich, die Baby Icon SBCs. Also ist ja gut dafür. Dann machen wir weiter mit den... Hör mal, ich habe hier erst 5 Minuten aufgenommen. Haben wir nicht noch irgendwas von gestern aus dem Stream? Ja? Dann hau mal rein hier. Ja, checkt da sowieso keiner. Ronaldo. Wie schön wäre das gewesen? Wie schön, einfach komplett trocken. Einfach komplett trocken den Ronaldo ziehen. Aber nein. Einfach nein. Hast du die PlayStation 5? Nein. Einfach nein. Das wäre so schön. Zweimal Mbappé, zweimal Ronaldo. Hätte sich gut gelesen. Weiß man auch noch nicht, ne? Die Silber... Das war, glaube ich, das erste SBC-Pack, was mal mindestens einen Walkout gegeben hat. Es ist sehr gutes Fahrwasser heute. Boah, die Versager vom DFB gestern sagen, ich gucke mir gar keine Nationalspiele mehr an. Aktuell wird mir das auch immer mehr bewusst oder kommt mir zumindest so vor. Seitdem Hansi Flick da weg ist, geht da gar nichts mehr, ne? Und bei Bayern eine ganze Menge. Hm. Hat der Hansi Flick da wahrscheinlich alles gedreht und der Jogi Löw hat sie nur, in eine Hose rumgewühlt, oder? Hm? Die haben alle keinen Bock mehr da, glaube ich, unter dem. Ich glaube, die sind alle gelangweilt von dem. Wenn du die ganzen großen Leute gehört hast, die da abgetreten sind damals, was weiß ich, von den Namen her, Thorsten Frings oder was weiß ich nicht was, wie das gemanagt worden ist mit dem, so alle sagen, der hat seine Lieblinge und keine Ahnung was, ne? Alle sagen das Gleiche. Oder das ist auch Spiele 42, weil die theoretisch fast keinen Trainer gebraucht hatten, die hatten einfach Bock zu gewinnen. Ja, so einfach würde ich es jetzt nicht machen. So einfach würde ich jetzt nicht machen, weil wenn sie gewinnen, dann sind es nur die Spieler. Wenn sie verlieren, ist es der Trainer so. Ja, die Aussage fühle ich jetzt nicht so. Er hat sich halt ein Eigentor damit geschossen, so Leute wie einen Müller, wie einen Hummels abzuradieren. So. Scheißegal, ob die eine schlechte Phase in der Nationalmannschaft hatten, aber kannst solche Spieler nicht einfach so gefühlt ohne Reiserücktrittsversicherung einfach so abschießen. Ne? Da schaufelst du dir eher am Ende des Tages eine Einbahnstraße. Ne? Kannst halt nicht... Nee, nicht als Flügelspieler. Den musst du auf der 8 spielen oder auf der 10. Oder einfach eine Icon ziehen. Da haben wir doch unseren Spieler für die Weekend League. Carvajal! Gib keinen Inform! Wie gib keinen Inform? Bidau! Bidau. Wieso gibt's keinen Inform? Nimm halt den geilsten Modus direkt raus, ne? Ehrlich, herzlichen Glückwunsch. Nimm den geilsten Modus einfach raus. Wegen neuer Season, Blamage ist das. Da hat ein Silberspieler zu kommen. Bums aus. Scheiß mal auf Promopacks. Wo ist der Silberspieler?
Mann, ey. Sterling, ja, immerhin, immerhin. Wäre blau gewesen, hätte ich mich mehr gefreut, ne? Also dieses Road to Final blau. Oder, Icon? Aber ist okay. Johann? Was ist denn mit dem los, ey? Perfekt, bester Torwart, läuft bei ihm. Was ist mit dem Torwart los? Mario, danke für den Prime. Ich finde aber... Habt ihr gesehen, wie verzweifelt der Gegner versucht hat, den Torwart zu moven? Da ist doch ein Dings bei, oder Chat? Warte mal, hallo? Hier, was ist denn mit dir immer? Sieht besser aus. Guck mal, unser Silberteam nimmt vor, Mann, ne? Arschlecken. Arschlecken. Wir werden richtig krass absaften jetzt hier. So ein schöner Torwart. Fabianski. Läuft. Perfekt. Den wollte ich schon immer in Rot haben. Was wollt ihr alle von mir? Perfekt. Bin jetzt einer der wenigen Menschen, die sagen können... Ich hab einen Vollan in Rot. So, und damit gehen wir rein in die Weekend League Belohnungen. Ja, ihr habt es in dem Video wahrscheinlich gesehen oder vom Wochenende gesehen. Ich habe bei 14:3 aufgehört, weil ich einfach... ich weiß nicht, Zusammenfassung vom Wochenende. Hier gerade wichtiges Spiel hier, Weekend League. Oh, hier, Tom. Was ist das denn für eine Verbindung? Weekend League, Weekend League. Darauf erstmal ein Tor machen und hoffen, dass der Gegner einfach einen upcrittet, ne? Einfach, dass der... Komm hier raus, Junge. Tu dir das nicht an. Jo, sag mal, haben wir im Archiv noch die Aufnahmen von dem Messi? Von dem legendären Sprint brauche ich. Ja? Hast du? Ja, dann hau die mal mit rein. Ey, ich glaube, da hat jeder mitgekriegt, ja? Ich weiß nicht, was da die Mission war. Ja? Keine Ahnung. Kommt dazu vor, als wenn von Wochenende zu Wochenende die Server immer schlimmer werden. Zumindest bei mir. Das ist bei jedem anders. Ja? Wenn das bei euch gut läuft, dann läuft das bei mir kacke. Wenn das bei mir überragend läuft, läuft das bei euch kacke. Weiß nicht, woran das festgemacht wird. Ich weiß, dass es da so Seiten gibt. Am Ende des Tages helfen die dir auch nicht weiter. Wenn die Verbindung scheiße ist, ist es scheiße. Ja? Das kann ich sagen. Deswegen habe ich bei 14 drauf gehört. Ja? Ich möchte einfach ein bisschen Spaß haben. Wenn der Spaß nicht gegeben ist, dann höre ich auf zu spielen. Ja? Am Ende des Tages tut das keinen Abbruch. Ich habe gehört, KNT ist in Gold 3 drin. Also an alle, die Gold 3 gezockt haben oder aufgehört haben. GG für eure KNTs. Ich brauche einen KNT. Ich brauche einfach einen KNT, okay? Komm, KNT, Mané, hier, Goretzka. Sie sind alle drin. Können wir alle ziehen. Also mach was. Mach was, KNT, da bist du doch. Hat der zwei Informkarten oder wieso kriege ich den hier nochmal in der Auswahl, obwohl ich den gerade schon genommen habe? Ah, oh, ja gut. Props. Einmal Brief raus an EA. Sehr gut. Sehr gut. Dann nehme ich den Mitsunuma und sage, perfekt, dass wir bei Gold 3 aufgehört haben. Was ist das für ein Dreck? Was ist das für ein Dreck? Eieiei. Ich hätte ja keine große Anforderung hier gehabt. Ne, wie gesagt, bin ich die 30 Spiele gegangen. Ich einfach keinen Nerv hatte hinten raus. Das Spiel sie einfach gespielt habe wie Kacke. Ja. Aber, das ist schon sehr dürftig. Naja. Was willst du machen? Traurig am Ende des Tages ist, die da Elite geholt haben und alles, die haben wahrscheinlich noch schlechtere Rewards. Ja, da sind die Player Picks noch ferner liefen. Die totale Ultra-Katastrophe. Naja, wir haben hier noch 3 Packs. Mega-Pack, seltenes Spieler-Pack. Wir machen seltenes Spieler-Pack. Top. Ja, Ast rein. Letzte, komm, bitte. Sonst waren die halt wirklich komplett unterirdisch Gold 3, ne? Ja, das ist also... Oh? Brasilien? Natürlich nicht. Das war eine Hero-Karte, die wir da in der Auswahl hatten. Der Marshall, ja, herzlichen Glückwunsch.
Hätte Teixeira geben können. Ach du Kacke, Alter. Sind wir mehr nahe gekommen von dem Video? Also, Dings können wir nicht, ne? Rewards können wir nicht. Wir haben alles durch. Gold 1, Gold 2, Gold 3. Zweimal Gold 2, zweimal Gold 3, einmal Gold 1. Ich hoffe, an diesem Wochenende läuft das Spiel einigermaßen annehmbarer. Dann werden wir mal wieder auf Gold 1 spielen, denke ich. Dann haben wir alle Goldränge zweimal durch. Einmal hat Gold 2 geklingelt. Der Rest war scheiße. Ja. Am Ende des Tages habe ich versucht, ein bisschen Spaß zu haben in dem Modus und der Rest draufgeschissen. Das ist das Team, womit wir in diese Weekend League reingehen werden. Ich möchte mich hier nochmal entschuldigen. Ihr seht hier halt nicht die High-Class-Teams. Ja? Bei mir ist alles eher auf Low-Budget angetrimmt. Deswegen auch nur ein 94er Zidane, mittlerer Kräuf, mittlerer Matthäus. Pelé halt auf Bank, ne, um ein bisschen zu kaschieren. So. Ist jetzt halt auch kein Banger, aber... Ja, Van Dijk wollte ich dieses Wochenende mal ausprobieren. Den habe ich noch nie gespielt dieses Jahr. Das müssen wir ändern. Telles halt einfach, weil das hier cooler aussieht. Man kann auch einen Arnold hier hinpacken. Das werden wir sehen. Koscielny wissen wir, dass der im Sturm gut ist. Ob der in der Innenverteidigung auch gut ist, das wird sich herausstellen. Atal würde ich auch gerne mal spielen auf der Rechtsverteidigerposition. Den neuen Lozano, der gekommen ist. In der Doppelspitze vorne mit Cruyff. Neymar auf der 10. Neymar auch das erste Mal für mich jetzt dieses Wochenende. Ja. Zidane, Matthäus auf der 8 und Kanté, werde ich den in Form holen und den auf der 6. Das ist das Team, womit wir reingehen werden. Ja, ich würde jetzt mal so roundabout, was kostet das Team? 300k. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet viel mehr Glück bei den Player Picks. Unsere waren absolut für den Arsch. Aber naja, man kann nicht immer Glück haben. Ne? Ballert die Kommentare voll mit eurem Puls, wird mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, wir sehen uns morgen um ca. 15.30 Uhr wieder auf Twitch mit der Weekend League und maybe mit den Icon Packs ab 19 Uhr. Wir spekulieren mal. Ansonsten, ja, immer daran denken, das Spiel ist gut. Tschüss.